Eine Frage, die mir in Lightroom extrem oft gestellt wird, ist die, wie importiere ich denn eigentlich Entwicklungsvorgaben, damit die in Lightroom eingesetzt werden können, namentlich dann, wenn diese Vorgaben keinen Installer haben. Es ist ja so, bei gewissen Vorgaben, zum Beispiel die VSCO-Entwicklungsvorgaben, die kommen mit einem Installer und damit werden die dann automatisch im richtigen Verzeichnis abgelegt. Aber was mache ich jetzt, wenn ich halt eben keinen Installer habe und ich muss die Dinge manuell installieren? Ich zeige Ihnen kurz zwei, drei Möglichkeiten, wie Sie das tun können. Alle sind extrem einfach und extrem schnell. Das ist absolut keine Hexerei. Ich zeige es Ihnen. Variante 1 könnte sein, einfach ein Rechtsklick. Ich bin jetzt hier im in der Entwicklung drin, muss ich noch vorwegnehmen. Und da mache ich jetzt einfach einen Rechtsklick hier in diese grauen Bereiche. Nicht da oben, sondern irgendwo hier unten. Egal wo, irgendwo Rechtsklick. Und da kann ich jetzt sagen, importieren. Wenn ich das auswähle, kann ich jetzt, wo auch immer diese Entwicklungsvorgabe oder die Vorgaben liegen mögen, die einfach auswählen. Und dann kann ich sie importieren und sie werden dann automatisch in den Ordner abgelegt, wo sie sein müssen, damit Lightroom die dann verwenden kann. Das wäre also Variante 1. Ich hole sie einfach per Rechtsklick. So. Eine andere Variante wäre, dass ich einen Rechtsklick auf eine bestehende Entwicklungsvorgabe mache und sage, dass ich die im Finder anzeigen möchte. Und jetzt befinde ich mich eigentlich dort im Finder, wo die ganzen Entwicklungsvorgaben sind. In diesem Fall in einem Unterverzeichnis, das habe ich selber angelegt. Und wenn ich da jetzt einen Ordner zurückgehe, ich mache das mal, Command-Aufwärtspfeil, jetzt bin ich einen Ordner weiter hochgegangen, dann bin ich im Ordner Develop Presets. Und da drin liegen jetzt alle meine eigenen Entwicklungsvorgaben. Diejenigen, die ich gekauft habe, diese VSCO und auch die Lightroom und die User-Vorgaben, die ich zwar löschen kann, die aber dann automatisch wieder hergestellt werden. Also da hinein kann ich diese Vorgaben legen, entweder in einem Ordner oder sogar offen und dann werden die gelesen. Das war's schon. Also Rechtsklick auf eine Vorgabe im Finder anzeigen. Allenfalls ein Verzeichnis hoch. Hier würde ich dann einen Ordner anlegen, zum Beispiel, was machen diese Vorgaben? Schärfen die oder machen die eine Farbstimmung? Ich würde die mit Ordner unterteilen, damit es kein Chaos gibt. Und dann laufen die. Eine weitere Möglichkeit wäre es, dass wir einfach in die Voreinstellungen gehen, auf dem Mac via Lightroom Voreinstellungen, auf Windows via Bearbeiten Voreinstellungen. Dort gehen wir in die Vorgaben und wählen Lightroom Vorgabenordner Anzeigen. Und jetzt muss ich einfach den Ordner Lightroom Einstellungen doppelklicken und dort jetzt im Fall der Entwicklungseinstellungen muss ich in die Develop Presets. Und dann bin ich wieder dort, wo ich zuvor war. Interessant dabei, dass hier auch all die anderen Presets sind, zum Beispiel die Metadatenvorgaben sind hier drin oder die Vorgaben für den Anpassungspinsel und was es alles gibt, die finden Sie so. Also Voreinstellungen, Lightroom Vorgabenordner anzeigen und das war's dann. Übrigens, ich habe vor ein paar Monaten mal einen ziemlich langen Film gemacht über die Option Vorgaben mit diesem Katalog speichern. Wenn diese Option aktiv ist, dann ist es sowieso so, dass die Vorgaben automatisch immer beim Lightroom-Katalog sind. Sehen Sie, wenn ich das kurz öffne, hier ist mein Lightroom-Katalog, hier sind die Einstellungen. Nur weil ich gesagt habe, ich möchte die Vorgaben mit dem Katalog speichern, sind die Einstellungen sowieso immer auf gleicher Ebene wie der Katalog selber. Ich kann die öffnen. In diesem Fall Develop Presets gehen und that's it. So habe ich meine Vorgaben. Noch etwas Letztes, ganz kurz.
wenn Sie mal eine Vorgabe installiert haben und die sind nicht sichtbar, zum Beispiel meine VSCO-Vorgaben, dann kann das damit zu tun haben, dass die vielleicht im falschen Develop-Preset-Ordner gespeichert wurden. Der Punkt ist nämlich der, achten Sie mal hier drauf, auf diese Vorgaben. Wenn ich in die Voreinstellungen gehe und hier den Knopf deaktiviere, werden diese Vorgaben hier verschwinden. Schauen Sie mal. Haben Sie gesehen? Die sind weg. Und eine oft gestellte Frage ist nämlich genau die: Ich habe die Vorgaben doch installiert, aber ich sehe sie nicht. Dann haben Sie die womöglich in dem Ordner installiert, den Lightroom im Moment gar nicht überwacht. Wenn ich die Option Vorgaben mit Katalog speichere, nämlich deaktiviere, dann holt sich Lightroom die Vorgaben aus einem anderen Vorgabenordner, nämlich bei mir im User, in meinem Benutzer, in der Library, Application Support, Adobe und dort dann in den Develop Presets drin. Und weil meine VSCO, also VSCO Templates jetzt gar nicht dort drin sind, sondern beim Benutzerordner, sehe ich die nicht. Und wenn ich umschalte, dann sehe ich sie wieder, weil all meine Templates halt eben mit dem Katalog gespeichert werden. Das ist also die Antwort, wie man Entwicklungsvorgaben und andere Vorgaben installiert. Und kurz ein Hinweis darauf, dass es zwei Ordner gibt. Einen Ordner, wenn denn aktiv, mit der Option direkt beim Katalog. Und ein Ordner auf dem Mac jetzt im User-Verzeichnis in der Library drin. Voilà, das war's auch schon wieder. Ganz liebe Grüße, euer Michel Meierle.